Hallo, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Ja, das ging schnell diesmal. Zurück mit einem Kooperationsvideo. Und zwar hat mich Pandaroll angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust auf eine Kooperation hätte. Und ja, ich habe mir gedacht, klar, warum nicht? Und ich brauchte sowieso gerade so zwei, drei Teilchen und da habe ich mir überlegt, da könnte ich ja auch gut, ja, das miteinander verbinden. Und zwar, ich habe mir ein paar Teilchen ausgesucht bei Panda Hall. Es ist nicht viel, es sind nur drei Teile, aber ich habe damit was ganz Bestimmtes vor. Und das werde ich euch natürlich auch zeigen. Ist ja klar. Und zwar als erstes habe ich mir diesen Draht ausgesucht. Knister, knister. Ich hole das mal raus. Und zwar ist das dieser Biegedraht oder ja, Bindedraht. Also der ist relativ stabil und der ist schon vorgedreht. Und ja, da habe ich gedacht, daraus, ja. Ich mache ja momentan ganz viele Alu-Engel, Alu-Drahtengel und da habe ich mir überlegt, so ein Draht habe ich noch nicht und der könnte ja vielleicht ganz interessant sein. Und deswegen habe ich mir diesen vorgedrehten Alu-Draht ausgesucht und davon kann man auch ganz viele andere schöne Sachen machen. Aber das zeige ich euch natürlich in einem separaten Video. Dann nehme ich euch dann mal mit und da machen wir ein paar Teilchen zeige ich euch, was man daraus machen kann. So, dann ist dazu natürlich diese Nummer. Das Dumme ist, die haben das jetzt hier so blöd draufgeklebt. Ich zeige euch erstmal den einen Teil der Nummer und dann versuche ich euch den Rest der Nummer zu zeigen. Das ist ja jetzt echt blöd. Achso, da. 10, 10b soll das sein. Also erst die Nummer AW-BC0003-1 0B. Genau, das ist dieser Draht. Und ja, genau. Wie gesagt, da mache ich kleine Alu-Drahtengel von. Und da kann man auch ganz tolle Schleifen mitmachen und Herzen und Tannenbaumschmuck. Und ja, ich bin ganz gespannt und ich freue mich. Die Bestellung liegt auch schon ein paar Tage, weil ich ja bisschen beschäftigt bin. Ich habe sehr viel zu tun, gerade auch mit meinen Seifen und so. Ich habe dann noch ein neues Projekt am Start, was bisschen aufwendiger und ein bisschen größer ist, aber das erzähle ich euch dann. Weiter geht's erstmal mit meiner Bestellung und zwar habe ich dann mir diese Perlen hier bestellt oder ausgesucht. Wie gesagt, ich habe nichts für die Produkte bezahlt. Ich habe die alle kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Panda Hall und das ist diese Nummer. Eine Box und das sind, ich weiß es nicht, wir können es ja mal miteinander aufmachen. Ich hole mal kurz ein Messer, kleinen Moment. So, wieder da mit dem Messer und dann mache ich das doch hier einfach mal auf. Ich glaube, das sind 10 mm Perlen, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sind einfach wunderschön. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Bayberry Perlen oder so. Hier noch einmal die Nummer. Weil super schön, wirklich super schön. So, da ist die Pappe entfernen. Steht da noch irgendwas drauf? Ach, sieht an. ja, auf jeden Fall von Panda Hall. Und 10 mm, sagte ich schon. Oh. Ohne Fingernägel, wirklich. So, und die sind, oh, die sind einfach wunderschön. Schaut euch das an. Mal gucken. Ja, jetzt. So. Wow. Wirklich ganz toll. Ganz tolle Perlen.
Ja, und zwar möchte ich die natürlich auch für diese Engelchen haben. Und als Köpfe und als kleine Schutzengelchen in so ganz klein, so für ja, als Dankeschön-Goodies eignen die sich natürlich auch hervorragend. Und die sind einfach, boah, die sind ein Traum. Das finde ich echt toll, dass ich mich für die entschieden habe. Und die Farben, es ist einfach mega. Ich glaube, ich werde dann nochmal bei AliExpress shoppen gehen gleich. So. Und zu guter Letzt, das war's dann auch schon, habe ich mir so ein Aludraht ausgesucht. Und zwar, da ist richtig viel drauf. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel das ist. Auf jeden Fall ein Millimeter Draht eignet sich hervorragend für diese Engel. Was ist denn mit meinem Fokus heute? So, das ist die Nummer AW wieder. Genau, ein Millimeter 06, eine Box. Und auch die machen wir mal auf. Ja, super. Jetzt habe ich mir natürlich gleich hier so ein, naja, ist ja nicht so dramatisch. Auf jeden Fall, die Boxen eignen sich natürlich auch immer wieder zur Verwertung hinterher super gut. Und boah, der ist auch mega verpackt. Aber schaut euch diese Farbe an. Und zwar ist das so eine Herbst-Winterfarbe. Ich hole das mal knister, knister hier kurz raus. Und zwar ist das so ein Multicolor. Und das geht also wirklich hier in die Farben über, sodass man wirklich hinterher, wenn man daraus was Schönes macht, boah, das ist aber richtig viel. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. Hätte ich vielleicht vorher noch mal gucken müssen. Aber wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Jedes einzelne Produkt in der Infobox verlinkt. Da braucht ihr dann nur draufklicken und dann kommt ihr direkt zum Produkt. Dann wisst ihr, was das kostet, wie viel Meter da drauf sind und so weiter und so fort. Also ihr müsst nicht jetzt bei Panda Haul auf die Seite gehen und euch dumm und dusselig suchen. Nein, ich werde euch alle drei Produkte verlinken und der ist mega. Und ich glaube, hier, schaut mal, ich mache das mal ganz kurz. Wartet mal, da. So, da sieht man das, dass es die Farben übergehen. Warte, oh, so, da geht es ins Goldene drüber. Mega, mega, wirklich. Boah, da freue ich mich schon drauf, damit auf jeden Fall kleine Schutzengelchen zu machen oder auch etwas größere Engel für den Tannenbaum. Das ist bestimmt richtig, richtig schön. Genau. So, das waren meine Sachen, die ich mir von Panda Haul aussuchen durfte. Und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, bei Panda Haul zu bestellen, in der Infobox ist alles verlinkt. Klickt da ruhig drauf. Die haben super tolle Sachen. Die haben auch Sachen, Silikonform, wenn man jetzt ein Harzbastler ist. Die haben jede Menge Perlen, Schmuckzubehör. Die haben Edelstahl, Schmuckzubehör. Die haben jede Menge Nähsachen. Also schaut euch da mal um. Die haben so, so, so viele Sachen. Da lohnt es sich wirklich. Der Versand richtet sich immer nach Gewicht. Das wird also so ein bisschen, ja, danach berechnet. Aber dafür sind die Sachen in diesen Gebinden natürlich deutlich günstiger. Und wenn man es dann wieder aufrechnet, ist das ein unschlagbarer Preis. Also ich liebe Panda Haul und ich werde mit Sicherheit auch noch mal bestellen. Neukunden bekommen, glaube ich, auch noch einen Rabatt. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber das kann ich auch im nächsten Video noch einmal erzählen. Also als Neukunde bekommt man auch noch mal einen Rabatt. Und genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und
Wenn ihr neu seid, würde ich mich auch über ein kostenloses Abo freuen und aktiviert unbedingt das kleine Glöckchen, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ja, ich werde jetzt gleich in den verregneten Tag hinausgehen. Habt ihr einen schönen Tag, viel Spaß, seid kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss!